Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hotel erkunden. Und zwar steht die letzten ersten beiden Folgen ab, meine ich. Da haben wir das ganze Hotel Innenleben und dann oben die Dachterrasse alles schon erkundet mit Pool und so. Wenn euch das eher interessiert als die Minigolfanlage, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das war auf jeden Fall übelst geil gewesen, auf meinem Kanal zu finden. Denn hier ist jetzt eine Minigolfanlage. So sieht das Ganze auch nochmal von außen aus. Willkommen auf der Minigolfanlage. Oh, ich kann jetzt machen, okay. Bitte 2 Goldnuggets einwerfen, okay? Ah, hier ist ein Minigolfschläger und ein Spielbogen. Bahn 1, Bahn 2, Bahn 3, Bahn 4. Da ist, steht irgendwie nichts drauf. Aber okay. Bahn 3. Versuch. Warte, wir fangen an bei Bahn 1. Versuchen Sie, das Loch mit der Angel zu treffen. Mit der Angel. Von wo aus denn? Wahrscheinlich von hier aus? Ich bin mir nicht sicher, wie das gehört. So wahrscheinlich, ne? Okay, interessant. Ich will hier eigentlich gar nicht so viel spielen jetzt. Aber wir schauen uns das mal an. Versuchen Sie das Loch mit der... Ja, schon wieder, ne? Muss man dann... Ja, von hier wahrscheinlich so... Upp. Loch getroffen. Auf zum nächsten Mal. Ah, das ging ja schnell. Man kriegt hier tatsächlich so eine Benachrichtigung. Dann versuche ich es hier natürlich auch nochmal. Dann kann man auch cheaten. Ja! Okay. Aber machen wir das mal, warum nicht? Oh, hier ist auch so eine schöne Anlage hier mit Wasserfall. Das sieht ja sehr schön aus. Ne? Dann kann man hier auch so ein bisschen Erlebnisbahn machen. Bahn 3 fehlt uns aber noch. Hier Bahn 1, Bahn 2. Das ist Bahn 3. Ah, hier nicht. Versuchen Sie das Loch mit... Doch. Ja, Loch haben wir auch getroffen, Leute. Krass. Müssen wir wahrscheinlich hier lang gehen. Oh, sehr hübsche Anlage. Hier kann man sich auch hinsetzen, einfach hinschillen. Steht da Schwimmen für... Ach, das ist tatsächlich kein Schwimmbereich hier. Das ist tatsächlich dieses Hotel nur für den Bereich da oben mit Pool gedacht. Aber ist trotzdem geil. 5-Sterne-Hotel. Bahn 4. Da ist das Loch. Oh, sogar mit Höhle. Ah, das schafft man noch nicht. Ja, so habe ich es jetzt getroffen, aber von hier. Oh. Oh. Ah, der Kristall ist dafür da, dass man sieht, von wo aus man stehen muss. Okay, ich habe jetzt gerade nicht gecheatet. Das war's schon. Ich muss sagen, das ist ultra viel, aber das warst du schon jetzt hier von der Mini-Golfbahn. Aber ich würde sagen, wenn, dann versuchen wir auch mal, das von hier aus zu treffen. So. So. Alter, wie schwer ist das denn? Das ist doch knapp, oder? Sehr knapp. Oh mein Gott. Es ist möglich, Leute. Es ist möglich. Das ist doch eigentlich schon das Weiteste, was man... Ah. Oder natürlich einfach so... Ah, das ist schon echt krass hier, was sie auf die Beine gestellt haben. Diese Minigolfanlage auch. Ja. Ach, das schaffe ich nicht, Leute. Da habe ich jetzt auch keinen Mumm zu sein, bin ich euch ehrlich. Genau, das hier ist die Minigolfanlage. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Boah, die Angel ist auch gleich Schrott, Junge. Oh, wir sind ja noch bei Schrott gegangen. Ja, hier ging es zur Minigolf. Anlage. Und die sonst haben wir eigentlich alles schon angeguckt. Parkplatz waren wir überall schon. Hier, das Buffet waren wir schon. Allerdings waren wir noch nicht draußen. Da gehen wir nochmal hin. Hier ist Buffet. Falls ihr es nicht wisst, Buffet. Dann kann man sich hier hinschillen und was essen. Und dann geht es hier auch noch raus. Hier war ich halt noch nicht. Hier ist der Draußenbereich mit Sonnenschein. Oh, das sieht ja echt schön aus hier. Kann man hier chillen und auch mal den Cocktail trinken. Oh, schön. Oder einen Kaffee.
Hier ist gefühlt ein Geburtstagstisch, falls man eine Geburtstagsreise machen möchte. Dann hier jetzt noch weiter, ganz, ganz viele Tische. Hier als Terrasse. Allerdings. Eine Sache, die ich etwas komisch finde. Hier ist doch ein super, 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 super schönes Loch und generell Meer. Es ist ja sogar schon tropisches Meer, wie ihr seht, hier zum Schwimmen. Und das sieht doch so unfassbar schön aus. Warum hätten die nicht hier einfach einen Strandbereich bauen können? Hier zum Beispiel ist doch Strand. Das hätte ich echt an deren Stelle gemacht, weil Strände so zu so einem Karibik-Hotel gehören dazu. Hier geht es nicht reinzugucken, egal. Man hätte hier, boah, da hätte ihr Bock, hier an der Welt weiterzuarbeiten und hier so einen Strand hinzubauen. Oh, hier ist ein Piratenschiff. Ist hier Loot drin? Schauen wir mal kurz. Ich suche Loot. Ja, Loot. Oh, aber nicht. Sieht aber eigentlich ganz schön aus. So. Das ist so wie so ein Willkommensboot. Ja, wie wäre das denn, wenn hier so ein Strand wäre mit schönen YIP-Plätzen und Carbona oder wie die heißen, wo man sich so reinschillen kann und wo dann Leute kommen und sagen, so, was wollen sie haben? Das wäre doch eine Idee, Leute. Schreibt, wie ihr das findet, in die Kommentare. Generell, schaut euch alle drei Parts von dem Hotel an. Das ist echt unfassbar krass geworden. Ich zeige es euch, euch nochmal hier. Schaut euch an, wie das aussieht. Das sieht einfach unfassbar krass aus. Und von da sind wir auch gekommen. Ah, wir haben noch eine Sache vergessen, und zwar den Spielplatz. Spielplatz, willkommen. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video, aber auf jeden Fall unfassbar kranke Map. Könnt ihr auch selber spielen. Ich weiß nicht, ob ich die verlinken werde. Wenn jemand fragen wird, werde ich sie mir einfach schicken. Hier ist eine Rutsche. Hui, sehr schön. Geht das? Schaukel die? Nee, schade. Aber ist sehr coole Textur, muss man sagen. Wee, wow, wee, wow. Hier kann man ein bisschen buddeln. Oh, ich bin creative. Dann baue ich das ab, egal. Hier kann man buddeln. Wir setzen dann um den Oppi und gucken so. Oh, Minion, da machst du so gut. Okay. Ja, das ist ein kleines Spiel. Das ist auf jeden Fall sehr cooles Hotel. Das haben wir noch nicht gesehen. Das ist wirklich hier. Das Hotel ist in der Karibik, Leute. Das beweise ich euch jetzt. Hier. Das sieht jetzt nicht so karibikmäßig aus, aber hier überall Palmen. Das hier ist einfach pures Karibik-Feeling. Dieser Pool auch sehr krass. Und hier, das ist auch typisch für die Karibik, dass immer davor schön solche protzigen Palmen stehen. Und hier so eine krasse Limousine. Leute, lasst gerne Like und Abo da für mehr. Haut rein und ciao.